Moin. Es ist eine Wand, aber wie schön. Ich muss immer aufpassen, was ich sage, wo ich bin. Also wenn ich in Wien bin und Moin sage, diese Stimmung. Ja, schwierig. Also ich habe einen Text dabei. Ich bin etwas älter geworden vor kurzem und dann einige Sachen realisiert. Als Kind habe ich mir das immer so vorgestellt, alle Leute, die etwas größer als ich sind und ein bisschen dunklere Stimmfärbung haben, so die wissen, wie das Leben funktioniert. Und ich glaube, erwachsen werden ist ein großer Teil zu realisieren, dass niemand professionell ist und nichts auf die Reihe kriegt. Und mein Text handelt genau davon. Er trägt den Titel Kame, Hame, Haushaltsversicherung und geht so. Im Dunkeln ein Rauschen, dann dumpfes Gerede, belauscht du erstaunt dem Gebrauch einer Stimme. Von außen das Schwingen der Bauchwand nach innen, hinauswachsen aus dem Vertrauten ist zwingend, dann aufmachen, hinaustasten, das Chaos beginnen. Große Arme, tiefe Stimmen, die dich tragen, für dich singen, dir helfen, deine ersten Schritte nach vorne zu setzen, dich unterstützen, deine ersten Worte zu sprechen. Mit diesen benennst du die ersten Dinge im Raum, noch wirkt auf dich alles wie ein seltsamer Traum. Es ist er da, dann ist er weg, dann ist er wieder da, dann sind er nur Hände. Ich check das nicht, Mensch, Objektpermanenz. Vom Krabbeln zum Stolpern, zum Gehen, zum Rennen. Von Brabbeln zum Stottern, zum Reden, zum Flennen. Von Mama, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe, zu da kann man nicht speichern, ich hab dir schon tausendmal gesagt, dass du anklopfen sollst. Lass mich in Ruhe, ich mach gleich aus, mach die Tür zu. Aber mit 18 dachte ich, bin ich endlich so weit, dass die Welt und kein Mensch mir mehr Grenzen aufzeigt. Denn als Kind erntet man Blicke von oben und hält den Hals stets gereckt. Man wird oft ignoriert oder meist unterschätzt, aber mit 18, da werde ich aufbleiben, bis magnolienrote Wolken meinen Himmel verzieren, nie aufräumen, sodass Menschen sich in meinem Zimmer verirren. Mein Bart wächst archaisch und deckt mich dann ein. Und mit einem Haar auf der Brust wird mir der Respekt sicher sein. Ja, mit 18 verdiene ich tausende Euros und kann mir immer Lego kaufen. Niemand macht mir Vorschriften, es wird nach meinen Regeln laufen. Dann lerne ich keine Vokabeln und muss mir keinen Schwachsinn merken. Und vor allen Dingen sollte ich lernen, nichts ist so ernüchternd wie 18 zu werden. Denn mit steigendem Alter, da merkte ich nur eine leichte Veränderung meiner Statur. Von Durchblick und Reife ist leider nur so wenig da. Denn auch immer muss ich lachen, wenn irgendjemand Penis sagt. Aber nach der Uni dachte ich, dann wird alles fabelhaft, doch ich lernte nur mehr Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. So wie Vorsorge und Zahnersatz, der günstigste Garagenplatz, wie man im Bett die Laken strafft, ohne dass da immer wieder eine Ecke abrutscht. War ich früher draußen beim Laufen und Kichern, frage ich mich jetzt, wie kann ich einen Hausrat versichern? Muss ich Bausparen oder nicht? Nach einem Saufgelage ist mein Gesicht so zerknautscht und ich erwische mich beim Gedanken daran, dass ich wieder jung sein möchte. Ach, aber man ist so alt, wie man sich fühlt, reden dann die meisten. Naja, gib mir ein Bier auf nüchternen Magen, ich werde dir das Gegenteil beweisen. Jetzt knacken meine Knochen, wenn ich in die Hocke gehe. Ich starre schon seit Wochen in das Loch in meinem Portemonnaie. Früher wollte ich Briefe kriegen, so wie den von Dumbledore. Heute bleiben bei mir Briefe liegen, denn ich habe Angst davor. Das Einzige, was ich gelernt habe, ist, maximal viel Geschirr in das Spülbecken zu zwängen und auf effektive Weise meine Gefühle zu verdrängen. Das ist nicht Erwachsenwerden, sondern der Weg aus der Pubertät in die Quarterlife-Crisis. Komm, wir spielen Fortnite mit 30 und sagen, wie lol dieses Life ist. Manchmal sag ich noch Ibims, mein Patronus ist der Cringe. Und wenn ich ganz, ganz leise bin, höre ich in meinen Ohren Haare wachsen. Leute, bald bin ich 30 und Leute in meinem Freundeskreis räumen dem Bedeutung ein. Sie wollen nichts mehr von Träumen wissen, schenken sich Badeöl und Rheumakissen. Sie heiraten und erwerben Eigentum im Neubaugebiet und geben Tipps, wie man den Thermomix von der Steuer abzieht. Sie sind längst auf der anderen Seite der Adoleszenz, verpassen die Hypes, verpassen die Trends. Ey, ich hab mir jetzt so einen Swaggy Fidget Spinner geholt, aber ich muss los ein paar Pokémons Go fangen. Wir sehen uns später bei der Ice Bucket Challenge. Ich weiß nicht, was es heißt, erwachsen zu werden. Es ist eine Mischung aus 18 sein und mit über 80 zu sterben. Ich bin zwar nicht viel reifer, aber dafür öfter magenkrank. Und statt großer Weisheit häufen sich bei mir nur Fragen an. Ist man erwachsen, wenn die Menschen, die einen siezen, jünger sind als du? Ist man erwachsen, wenn die Menschen, die einen siezen, so alt sind wie du? Ist man erwachsen, wenn die einzigen Menschen, die einen noch duzen, schon diesen ganz spezifischen Alte-Leute-Geruch haben? Ich weiß es nicht. Die Schule so fern, das Grab so nah dran, die Jugend verbleicht und der Tod naht heran. Doch meine größte Sorge sind nicht die Gasrechnung, die Mahnungen oder Steuerbescheide. All das wirkt auf mich einfach unfassbar klein im Vergleich zu der Angst, selbst immer Vater zu sein. Denn da müsste ich ja so tun, als könnte ich all das. Unbegrenzt kompetent und kein nervliches Wrack, ich werde alles versauen. Das Leben bietet so viele Möglichkeiten, so viele Optionen und ich bin ziemlich gut darin, immer die auszuwählen, die alles in einen riesengroßen Strudel aus Ekel und Verzweiflung stürzt, der nichts als eine bodenlose Leere des Scheiterns hinterlässt. Aber das habe ich bei meiner ersten Subway-Bestellung auch gedacht. Und jetzt bin ich etwas klüger und nehme nicht so viel Jalapenos, man lernt dazu.
Im Dunkeln ein Rauschen, nur dummes Gerede, belausche ich erstaunt dem Gebrauch meiner Stimme, hinauswachsen aus dem Vertrauten ist zwingend, einfach aufmachen, hinaustastend das Chaos beginnen. Vielen, vielen Dank. Danke. Fabian Navarro!